Willkommen zu einem Update-Video für den Erfolg Transferjäger. Für alle, die jetzt auch noch nicht wissen, über was dieser Erfolg geht oder wie man ihn bekommt, bitte ein Video vorher anschauen. Bei diesem Erfolg müssen wir ja 5 Sensoren finden an einem bestimmten Ort. Und wir hatten ja im Eisklammsund vorher die 5 Sensoren gefunden. Und dort befand sich auch die Seis Brandherz bei der Wegmarke Erdbeben im Paktlager hier oben. Und alle haben sich jetzt gefragt, wann wechselt sie endlich ihren Standort, weil wenn man alle 5 Sensoren gefunden hatte, hat sie einem verraten, dass sie ihren Standort verändern wird. Und sie hat es getan. Nach 4 Tagen hat sie nun den Standort zu der besagten Wegmarke geändert, nämlich bei der Wegmarke Hochpass Freistadt, bei den Jägerfallgruben, hier bei diesem Fort. Und da steht sie auch, wenn ihr hier reinkommt, direkt hier links. Kann man eigentlich gar nicht verfehlen. So, wir wollen ja jetzt den zweiten Teil anfangen. Ich brauche jetzt darüber auch kein Video zu machen. Ich wollte nur sagen, sie hat ihren Standort gewechselt. Ich werde jetzt den zweiten Teil machen. Für den nächsten Standort werde ich wieder ein Update-Video hochmachen, damit auch die Leute, die arbeiten gehen und das alles nicht mitbekommen, auf jeden Fall merken, da ist Bewegung drinne. Genau, da hat sich etwas verändert bei diesem Erfolg. So, ich werde jetzt mal den Erfolg machen und wir sehen uns wieder beim nächsten Standort. Haut rein, Leute. Tschüss.